Shalom zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute das wunderbare Spiel The Night of the Rabbit von Daedalic. Vielen bereits schon, zumindest der Hersteller, bekannt von dem Spielen Deponia oder auch Edna und Harvey. Ja, dieses Spiel selber ist nicht von Poki. Das heißt, uns erwartet eine ganz andere Art von Humor. Ich habe das schon mal ein bisschen, ich sag mal, angetestet. Ja, kann man so sagen. Es ist unglaublich malerisch, märchenhaft gestaltet und liebevoll. Und ihr müsst es euch einfach, ihr müsst es euch einfach selber anschauen. Ich werde ein neues Spiel starten, um euch einfach von Anfang an mit auf diese bezaubernde Reise zu nehmen. Und ja, mehr Worte möchte ich eigentlich gar nicht verlieren. Lasst uns reinstarten. Ja, ich möchte wirklich ein neues Spiel starten. Es geht los. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Eine merkwürdige Gestalt. Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Haben wir uns verlaufen? Da wir nicht wissen, wo wir sind. Ich schätze schon. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte. Ja? Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Nur den fang mal an. Du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Niemals. Nein. Na gut. Wenn wir denn einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Och, das will ich auch können. Dann wollen wir ihm mal folgen. Allerdings gibt es hier nicht wirklich viel, was man erkunden könnte. Ach, wir quatschen einfach an. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Nein? Hast du mir nicht zugehört? Naja, ich habe das Gefühl, dass du das viel früher verstehen wirst, als du glaubst.
Na, wenn du das sagst. Huch. Hast du eben etwas gehört? Verrückt. Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Folge mir. Ja, so ein bisschen frisches Meer schon, also jetzt in diesem Nebel. Wieso stehst du auf einmal da drüben? Ich kann mich doch nicht teleportieren. Oder? Da ist dein Anfang. Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Na, das weißt du nicht. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist jetzt so. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Da sagst du was, ja. Wusch. Seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Verrückt. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein! Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun, bald, mein Schatz, doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft, gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. The Night of the Rabbit. Sommerferien verschlafen? Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los. Noch 2 Tage Abenteuer. Was für ein liebreizender Junge. Jeden Morgen mit dem Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit.
Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Wow! Wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Und ich sehe es auch am Bildschirmrand. Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Pah, Schlauberger. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Ja, dann... Ach nee, das sieht mal nach einem Tutorial aus. Das machen wir auf jeden Fall. Dann berühren wir mal das Radio. Brav. Fein gemacht. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick. Alles ein Klick. Ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Ja, also wenn das Radio... dann müssen wir das auch tun. Ja, hallo Mama. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, Worte. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, das klingt doch gut. Suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal den Korb. Oder? Wir nehmen den Korb jetzt einfach. Gut so, das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Ich bin so dran gewöhnt, mein Mausrad dafür zu benutzen, durch Deponia. Machen wir einfach. Tut das nicht gut? Ihr Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Dann schauen wir uns doch mal den Korb an. Hübscher Korb. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Mit links? Das machen wir doch mit links. Ups, der Griff ist abgefallen. Das war schon so. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Meine Worte. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Dann tun wir mal, wie uns geheißen. Wir nehmen jetzt den Korbgriff und nutzen den Korb ohne Griff. Na, das war doch gar nicht so schwer. Sag Stimmt, ich doch. Das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen.
Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen oder die I-Taste drücken oder das Mausrad nach oben drehen. Ich entscheide mich für das Mausrad. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Der ist richtig gut. Der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Ich hätte ja jetzt lieben gerne hier den, Briefkasten genommen, aber ja, Mama tut's auch. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry, Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Das klingt gut. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Ja. Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Oh ja, die bösen Sonnenflecken, das ist, geht natürlich gar nicht. Schauen wir mal, was haben wir denn hier oben? Unser Tagebuch. Jerry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu braucht Jerrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Nur noch 2 Tage Sommerferien, auf ins Abenteuer. Jerrys größter Traum ist es, Zauberer zu werden. In der Nacht beobachten ihn leuchtend rote Augen durch das Fenster. Eine seltsame Lichtung, ein sagenumwobener Baum, eine schwarz gekleidete Gestalt und ein Reisekoffer. Wie geheimnisvoll. Ein Fremder kann dich durch den Nebel führen. Klingt alles sehr kryptisch. Wir wollen natürlich weiterspielen. So, wir haben jetzt noch den Korb im Inventar, das ist schon mal ganz gut. Dann schauen wir uns mal ein paar Sachen an. Warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs, Zeitreisende auf 4 Pfoten. Oh ja, die will ich nicht verpassen. Was haben wir hier schon? Oh. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Yep, so ist das. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Oha. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Das ist wirklich echt günstig. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine verwitterte Statue. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Ja, so eine Opfergabe ist natürlich schon nicht schlecht. Ja, können wir das jetzt... können wir nichts mehr machen. Seltsam. Fußspuren. Ich glaube, das hatten wir schon. Hier. Anhand der... Ich gebe das mal ganz kurz weg. So viel... Süß duftende Erdbeeren. Das klingt gut. Ich liebe Erdbeeren. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Jaha, mach ich morgen. Schule. Ah, das ist auch so ein Spruch, der mir sehr bekannt vorkommt. Schauen wir mal uns den Briefkasten an. Vielleicht haben wir ja Post bekommen. Ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Okay. Knochentrocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer.
Also, ich muss sagen, ich mag Regen. Aber besonders gefällt mir auch die ganze Szenerie, diesen Sonnenaufgang, diesen wunderschön gezeichneten Screen und wahrscheinlich den Staubflocken, die um die in der Gegend rumwursteln. Also es ist, weiß nicht, wunderschön gezeichnet. So, wir können mit der Mama nochmal ein kurzes Schnäckchen halten. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Heidelbeeren oder wie? Brombeeren, Jerry, Brombeeren. Nimm den Korb auf der Fensterbank mit. Hm. Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken. Och, Menno. Nein, danke. Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazulernen. Ja, auch mit einer etwas höheren Alterszahl. Guck mal, haben wir hier... Oh, ein gut getarntes Geheimversteck. Ah, vorher schnapp ich mir noch ein paar reife rote Johannisbeeren. Hm, yummy, yummy. Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer. Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Ja, diese verteufelten Johannisbeeren. Dann gehen wir mal unser gut getarntes Geheimversteck ran. Ja, noch keiner guckt. Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlinwolf. Wie immer. Haben wir Glück gehabt. Ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Mindestens. Was haben wir denn da? Streichhölzer? Richtig. Knaller? Richtig. Und meine Goldmünze. Ja, auch richtig. Das Abenteuer kann beginnen. Ich bin schon so aufgeregt. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlinwolf noch meine Witterung auf. Das wäre nicht sehr von Vorteil. Okay. Schauen wir mal ins Inventar. Eine Münze mit Loch. Aha. Leerer Korb, eine knackige Karotte, ein verrotteter Knaller und Streichholzbriefchen. Können wir uns noch angucken? Perfekt. Nur noch ein Streichholz übrig. Nur vorsichtig mit umgehen. Meine Glücksmünze. Mit der habe ich immer Zaubertricks geübt. Was knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Ah, ich sehe es. Der ist nicht mehr so wirklich frisch. Mmh, sieht lecker aus. Aber um wirklich lecker zu sein, müssen sie nach Marzipan schmecken. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, zu viel Marzipan ist auch nicht gut. Ich glaube, wir haben bei jetzt... Das Fahrrad können wir nicht, die Bank... Dann stürzen wir uns einfach mal direkt ins Abenteuer. Nanu, hat jemand Müll weggeworfen? Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Unglaublich! So wirklich. Kampfball. Wie oft ich mir hier schon den Splitter gezogen habe. Ah, diesen alten Holzmasten ist das immer so eine Sache. Eine Gruppe kleiner Stämme. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Ich schätze mal, dass es hier in den Wald geht. Ich schaue mich aber lieber hier noch ein bisschen um. Oh. Haben wir noch eine liegende Statue? Du hast es dir aber bequem gemacht. Faulpelz. Den ganzen Tag nur am Faulenzen. Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Wald. Mhm. Können wir hier... Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ah. Die
Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja. Noch 2 Tage Abenteuer. Ich kann dich verstehen, Jerry Haselnuss. Ich kann dich durchaus verstehen. Hier haben wir noch eine Großstatue mit einer Eichel. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus. Und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Oh, Brombeeren. Ah, da hinten gibt es noch eine ganze Menge Brombeeren. Aber dieses dornige Gebüsch ist im Weg. Dorniger Busch. Haben wir irgendwas im Inventar? Vielleicht können wir mit der Münze das Gebüsch wegschneiden? Nein. Vielleicht mit der Dose? Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Ich will sie doch auch gar nicht wegwerfen. Vielleicht können wir den Busch ja wegsprengen. Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Ja. Jetzt mal, da kommen wir dann so nicht ran. Hier haben wir noch eine kleine Hasenstatue. Sie sieht so zufrieden aus. Ja, irgendwie niedlich. Haben wir noch irgendwas vergessen? Eicheln hoch oben. Komme ich scheinbar noch nicht ran. Na gut, dann werden wir mal in den Wald gehen. Schauen, was uns dort erwartet. Wie ruhig es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre. Sehr idyllisch auf jeden Fall. Schwerer, runder Stein. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Vielleicht können wir hier... Ich leg den schweren Stein zurück. Das geht echt in die Arme. Junge, das gibt Muckis. Was haben wir hier? Kreidebruch. Mit diesem Kreidestein kann man echt gut zeichnen. Oh, ich ja, das stimmt. Mir einen mit. Man weiß ja nie. Das ist richtig. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. 2 zum Preis vor einem. Aber du willst es scheinbar nicht. Wie ein seltsam geformten Felsen. Früher habe ich mich immer auf diesen Felsen gesetzt, weil er wie ein dickes Tier aussieht, das man reiten kann. Jetzt bin ich zu alt für sowas. Ja, mit 12 Jahren ist man... Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Gut. So. Ein Stück, den können wir doch mitnehmen. Den nehme ich mit. Praktisch. Ein Pilzkreis. In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Das habe ich auch gehört. Ich will lieber keine treffen. Ah, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Haben wir noch irgendwo... Hier, Tümpel haben wir noch. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Puh, das ist natürlich nicht so schön. Ist hier noch irgendwo was... auf flachen Stein. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Ach ja, der Brombeerkuchen, den habe ich ja fast vergessen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr weiter. Gehen wir mal einfach zurück. Hier sind wir bisher nicht rangekommen. Vielleicht kommen wir mit unserem Stock daran. Versuchen wir es mal. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. So geht's natürlich auch, ja. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Ja, schöne Ausbeute auf jeden Fall. Nehmen wir mal ein paar davon mit. Ich würde gern... Na gut. Bleiben da eben ein paar liegen. Wachsen eben ein paar neue Eichelbäume raus. Jetzt sind wir immer noch... Vielleicht können wir jetzt mit dem Stock das Gestrüpp beiseite schieben. Nun gut,
Ich habe keine andere Wahl. Das ist natürlich ordentlich. Aber kann ja zwischen mir und Mamas Brombeerkuchen. Kann aber keine zwei Sekunden den Stein halten. Das ist natürlich schon komisch. Aber als Trophäe stecken wir uns einfach ein paar Hagebutten ein. Das ist natürlich nicht verkehrt. Die sehen aus, als wollten sie gepflückt werden. Die kommen schöne gleich in den Brombeerkorb. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Die sehen auch aus, als wollten sie gepflückt werden. Na, das habe ich mir gedacht. Hier. Warum muss die Kreuzspinne ausgerechnet auf meinen Brombeeren wohnen? Vielleicht will sie bärensammelnde Abenteurer in die Falle locken. Ha! Hast du gedacht! Aber nicht mit Jerry Haselnuss! Und auch ganz bestimmt nicht mit Mad Martin One. Versuchen wir mal einfach das Spinnennetz mit dem Stock beiseite zu schieben. Ja, geh ab. Los. Oh, jetzt ist es ab. Perfekt, so kommen wir auch in die letzten Wunder ran. Quasi danach gepflückt zu werden. Oh yeah. Okay, jetzt haben wir den Korb voll Brombeeris. Gehen wir mal zurück zu Mama. Ich hab Bock auf Kuchen. Kuchen mit Kuchengeschmack. So, weg nach Hause. Na, natürlich ist es der Weg nach Hause. Ich habe jetzt einen ganzen Korb voll mit Brombeeren. Ja, dafür will ich aber so das erste und größte Stück Brombeerkuchen bekommen. Aber mindestens. Mama! Ja! Ich habe dir einen ganzen Korb voll Brombeeren gesammelt. Danke, Jerry Schatz. Dafür bekommst du auch das erste Stück Brombeerkuchen. Juhu! Na, das klingt doch gut. Erstmal abstellen. Moment. Schwere Teile. Nur das Erste? Und das Größte, Jerry. Da ist der Haushalt der Familie Haselnuss knapp einen diplomatischen Zwischenfall im Gang. Wäre auch noch schöner gewesen. Huh? Hallo? Was denn das da? Was war das denn? Mama? Hilfe? Mama? Ja? Hier, der Briefkasten. Ich... Die Post war vorhin schon da. Für dich war nichts dabei. Aber... Dein Comic kommt erst nächste Woche wieder. Och, ich weiß. Nur hier ist gerade... Wartest du auf einen Brief von deiner Brieffreundin? Ich dachte, du wolltest ihr nicht mehr schreiben. Aus Gründen. Mach ich auch nicht. Ist ja auch egal. Was? Ist ja auch egal, sage ich. Mein kleiner Jerry wird nicht so schnell zu einem großen Jeremias, mein Schatz. Och du, das passiert schon schneller, als du denkst. Oh Mann. Und nachher heißt es wieder, warum hast du nichts von dem fliegenden Brief erzählt, Jerry? Ja, warum? Na gut, dann müssen wir uns halt selber um die Sache kümmern. Wir können auf Mama jetzt nicht sehen. Bewegt sich. Könnte der Brief sein? Oh, heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Okay, nur Mut. Solange es kein Gremlinwolf ist, habe ich nichts zu befürchten. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. In ganz Briefform. Vorsichtig. Oh. Oh. Verrückt. Wow. Hallo. Was war das denn? Der Brief ist einfach in meine Tasche geflogen. Ja, ich glaube, der weiß, wo er hin will. Schauen wir uns den mysteriösen Brief doch einfach mal an. Ein fliegender dreieckiger Brief? Und dann auch noch ohne Absender. Mal sehen, was drin ist. Ja, ich hoffe, nichts Schlimmes. Ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung.
In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis war mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Da könnte man noch ein wunderbares Kochvideo draus machen. Ja. Mal mit Weiß auf Stein. Vielleicht können wir mit dem Kalkstein da hier aufmalen. Da kritzel ich besser nicht rum. Gut, dann vielleicht hier. Da kritzel ich besser nicht rum. Ja, gut, Mama sieht das. Das ist natürlich klar, dass jetzt hier keine Schmierereien und Graffitis auf die Steine basteln. Das ist ja natürlich durchaus nachvollziehbar. Durchaus. Haben wir hier vielleicht die Statuen? Schauen wir mal. Da kritzel ich besser nicht rum. Okay. Ja, haben wir hier auch noch eine große Statue. Da kritzel ich besser nicht rum. Hier auf dem Mauer vielleicht? Da kritzel ich besser nicht rum. Da kritzel ich besser nicht. Gehen wir aber mal tiefer in den Wald zurück. Vielleicht hier auf dem seltsam geformten Feld? Hier drauf kann man sicher super mit dem Kreidestein zeichnen. Ich werde das Symbol aus dem muss natürlich der letzte sein, logischerweise. So. Das sieht irgendwie... Hallo? Hi, Körnchen. Hallo. Hallo. Sie passt so aus, als ob sie mir was sagen wollen. Und dann sind sie schon wieder weg. You came to the wrong neighborhood. Sieht aus, als hätten sie da bei den Pilzen etwas liegen gelassen. Schauen wir mal. Baumrinde der Eichhörnchen. Wie merkwürdig. Die Eichhörnchen haben hier im Pilzkreis ein Stück Baumrinde zurückgelassen. Das nehme ich besser mit. Das ist schon komisch, weil wenn ich an die Baumrinde denke, dann würde das doch in diesem Gedicht erwähnt. Sie läuft mitten zwischen den Bäumen hindurch. Warte mal, wie war denn das nochmal gewesen? Ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Mhm. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Haben wir gemacht. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Mhm. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun drei: Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Okay. Wir haben ja in dem Knaller, da tropft ja schon das Schwarzpulver raus. Vielleicht können wir das mit dem... Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Okay. Sollen wir jetzt weißes Pulver herbekommen? Vielleicht aus den Schwefelhölzern? Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Krümeliger. Wenn der so krümelig ist, vielleicht können wir den ja zertrümmern mit dem Stein hier. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Tja, vielleicht direkt daneben an. Naja, versuchen wir es mal. Versuch, mach klug. Krümelkalkstein auf Felsplatte. Eine Check. Installation von Jerry Haselnuss. Dann wird man auch in 50 Jahren noch drüber sprechen. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Dann darf man einfach jetzt hier auf den Krümel den Kalkstein. Das geht echt in die Arme. Zack, den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Oh yeah. Okay, jetzt habe ich weißes Pulver. Feines weißes Kreidepulver. Mhm. Fühlt sich gut an. Du sagst es, Jerry. Jetzt haben wir trotzdem das Problem, was mit dem Gedicht Schwarz und Weiß verbanden sich. Huch. Passt. Läuft. Okay, jetzt haben wir hier einen Pulvermix. Es muss in irgendein Gefäß rein. Vielleicht ein... Ernsthaft?
Ich versuch's einfach mal, vielleicht klappt's ja. Och. Ist drin. Ist Feuer einfach. So. Wie war das jetzt mit Baumrinder haben wir? Wir haben einen Stock, wir haben Eicheln, wir haben eine Karotte und Hagebutten. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Och, naja, also da kriegt man ein wunderbares Juckpulver raus. Ja, hab ich mal gehört. Ich hab das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Vielleicht das Brett. Auch drin. Läuft. Wobei, es war ja kein Brett, es war ja Baumrinde. Es sah aber eben gerade sehr, sehr, sehr baumrindig aus. Ein Stock bringt hier nichts. Okay. Vielleicht die Eiche? Hier? Karotzki? Okay, jetzt ist alles drin. Ach, das war's schon. Na Mensch, das ist ein Zufall. Jetzt müssen wir noch eine Kreuzung finden. Das war ja mein alter Pfad. Vielleicht können wir die ja hier hinpacken. Von Dose wegwerfen stand in dem Brief, glaube ich, nichts. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, ich denke mal, eine Kreuzung werden wir auf der Waldkreuzung finden. Das ist zumindest... wo waren jetzt... Hier, Waldkreuzung. Ja. Na. Hier. Okay, das sollte klappen. Schauen wir mal. Das ist doch alles biologisch abbaubar. Das ist ja Kalkstein und Schwarzpulver, alles in der Natur vor. So. Oh, mysteriös. Ja, wie vorhin schon diese Dr. Pepco-Dose da steht, das ist natürlich, ich will sie brennen sehen. Brennen. Na gut, dann wollen wir mal. Magic! Ladies and Gentlemen. Siegfried und Roy! Unmöglich! Die Truhe kam aus dem Nichts. Verrückt. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Go Jerry! Go Jerry! Go Jerry! Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Komm, auch der ernste Blick dazu. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarov steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Bald ist der große Jerov oder so. Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Okay. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarov der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Davon können wir ausgehen. Okay. Da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Das war schon gewesen. Ich mach den mal wieder zu. Ja, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh. Oh. Ja, hier, Zarov, dein Koffer ist kaputt. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Naja, was findet aufs Behalten? Jetzt haben wir einen Zauberstab. Vielleicht können wir ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. Ja, wir versuchen es einfach. Zylinder und Zauberstab? Na gut, passen Jerry, zusammen. Es ist soweit. Ja. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also. Der große Moment. Abraka!
Oh, ein weißes Kaninchen. Hey, den kennen wir doch. Jo. Und der Koffer ist weg. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Gut gekühlt. Ich bin der Marquis. Der Marquis de Roto. Oh, aber Sie sind ein... Orectulagus Cuniculus Sapiens, du sagst es. Genau das wollte ich gerade sagen. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? What? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. What? Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestab. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Ja, du doch sagst es. Von mir. Tut das nicht jeder? Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Cherry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Ja, Zauber ist ja schon ein richtiger Beruf. Also. Ach ja, in meiner Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. In der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Jerry, you're a wizard. Gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Du warst, you're a wizard, Harry, Jerry, ist ja auch egal. Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Oh, das klingt gut. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Das klingt gut. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jared, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Ich würde ja schon so gerne. Oh, schade. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Eine lange Zeit. Natürlich. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Das ergibt Sinn. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Das stimmt. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, okay, alles klar. Mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei mir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Ja, sie hat Trickser. Eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jack. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Na, schauen wir mal. Die magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die mit dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. So viele Möglichkeiten. Schimmer, die Münze.
einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Oh, Junge! Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Mein erster Zaubererhut. Jem, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon Neues ist immer nicht mehr besser. Nach einer Frage klingen. Ach so. Warten Sie! Ja, das sieht cool aus. Und schon sind wir wieder beim Pfadbaum. Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Champ. Dann tun wir das doch gleich mal. Ich nehme die Leertaste. Heiliger Bimbam. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ist huge. Wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Sieht ja auch noch die Zeichnung hier auf die seinem Auge. Die Baumläufer. Das Baumläufer? Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist okay, ganz ein bisschen, leicht. Ja. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Ja, pfiffiger Jung. Aber Portalbaum, was bedeutet das? Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Ich mag diesen Marquis. Natürlich die wichtigste Frage. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Magic! Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Ich gehe da mal durch. Mach's gut. Yeah. Jemand tritt auf die Lichter. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Meister Lampe spricht in Rätseln. Wir werden auf dem Wind reiten. Und dann zum Theatralismus. Ich mag diesen Maki. Ja, ich mag den Maki. Menü.
einfach nur so klein. Aber das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Hopp! Der ist ja auch so klein. Hallo Maus mit Rucksack. Aber das ist ja eine mit... Mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Auf die Mauer, auf der Lauer. Oder sowas in der... Ach, huch. Was, wie, da ist... der ist jetzt schon wieder weg. Oh, die Stadt ist weg. Sieht auf jeden Fall weitaus idyllischer aus als diese hässlich graue Stadt. Weitaus. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Oh, Eichhörnchen. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Das wird bestimmt lustig werden. Wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ganz, ganz wichtig. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Mhm. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte!